Ja, Leute, ihr habt richtig gelesen. Heute ist der letzte Tag für mein pinkes Rad. Gleich erfahrt ihr mehr. Ja, einige, die schon länger dabei sind, die werden wissen, ich habe schon viel mit diesem pinken Fahrrad erlebt. Das Einhorn ist mittlerweile ein kleines Statussymbol geworden. Viele von euch haben es auch nachgekauft. Finde ich echt cool. Ich bekomme immer wieder Bilder von euren Fahrrädern mit dem Einhorn drauf. Macht mich auch einerseits ziemlich stolz, muss ich ehrlich sagen. Am Anfang war es ein kleiner Gag. Ja, ist echt eine coole Sache. Und ja, jetzt habe ich mich aber entschieden, ein neues Fahrrad zu kaufen. Kurz die Story, warum das Ganze. Ja, jetzt über die ganze Corona-Zeit war ich mit dem Specialized unterwegs, mit dem Kenevo. Und das ist ja ein ziemlich modernes Bike. 27,5 Zoll Laufräder. Das hat er nur 26 Zoll. Ja, weiß nicht, ich glaube 3 Monate war ich jetzt auf diesem Kenevo bzw. Levo unterwegs und ja, dann habe ich mich nach einer Zeit mal wieder auf das pinke Bike gesetzt, einfach so zum Fahren und ich habe festgestellt, scheiße, das Bike ist altmodisch geworden. Also ich habe richtig vom Fahren her gemerkt, Mist, das fährt sich irgendwie so unruhig. Klar, die 26 Zoll Laufräder machen wirklich viel aus. Ist natürlich beim Springen besser, aber du hast richtig gemerkt, das hat schon echt viel hinter sich, das Bike. Und ja, da stand da mein Entschluss schon fest, ich brauche einen neuen Downhiller. Es hilft nichts, ich habe Bock auf irgendwas Heftiges jetzt so. Ja, trotzdem liegt mir an dem Bike echt viel. Und ich überlege die ganze Zeit, was soll ich jetzt damit machen? Behalte ich es ganz normal? Fahre ich es vielleicht noch ab und zu? Mein Plan war jetzt eigentlich bei mir zu Hause an die Wand, dass ich es immer sehe. Zum Verkaufen finde ich es fast zu schade, weil die ganze YouTube-Laufzeit hat eigentlich dieses Fahrrad mir aufgebaut. Also die ganzen, alle die jetzt zuschauen, kommen sozusagen von diesem Fahrrad, kennen dieses Fahrrad und das bedeutet mir echt viel. Jetzt die Frage an euch, was soll ich damit machen? Soll ich es verkaufen? Soll ich die Parts verkaufen, dass die nicht vergammeln und den Rahmen halt behalten? Ich weiß es nicht. Schreibt gerne mal eure Vorschläge in die Kommentare, mich würde es echt interessieren. Ja, ich würde sagen, auf Ehrenbasis machen wir noch eine letzte Abfahrt mit diesem Fahrrad. Einfach, um es nochmal zu fühlen, um es einfach nochmal zu fahren. Und dann wird es praktisch stillgelegt. Oder mal schauen, was halt dann damit gemacht wird. Aber ich denke, es wird ein Wandfahrrad. Passend zur letzten Ausfahrt mit dem Bike regnet es jetzt. Ja, soll die Stimmung wahrscheinlich auch ein bisschen darstellen, aber ich bin eigentlich auch ganz glücklich, einfach mal was Neues jetzt dann zu fahren. Was ich da noch dazu sagen wollte, ist, dass ich keinen Sponsor habe. Das Ganze geschieht aus meiner eigenen Tasche. Und ja, ihr werdet sehen, das Video für mein neues Bike kommt praktisch dann in 1-2 Tagen. Seid gespannt, ein paar schlaue Füchse unter euch werden es wahrscheinlich schon wissen. Beziehungsweise erahnen, dass die Marke gab schon an meiner Laufbahn, YouTube-Laufbahn. Oh, ich muss echt sagen, ich bin ganz schön E-Bike verwöhnt geworden. Downhill bergauf, oh je. Ich freue mich tatsächlich jetzt mal wieder eine Runde zu fahren. Aber die Bremsen gehen gar nicht, habe ich gerade festgestellt. Da ist irgendwie ein Ölfilm drauf, weil es so lang stand. Mal gucken, wie es jetzt in der Abfahrt ist. So, okay, los geht's. Gerade noch ein paar Jungs und Mädels getroffen, die mich erkannt haben. Grüße an euch gehen raus, wenn ihr es seht. Ich gehe mal davon aus. So, jetzt starten wir in die letzte Abfahrt. Ja. Oh je, die Bremsen gehen gar nicht. Scheiße. Ach du Scheiße. Aber es ist schön weich, das Bike. Yeah. Oh ja, da fehlt auch Luft im Reifen. Aber es muss ja nur noch die Abfahrt mitmachen. Dann hat das Bike seinen Zweck erfüllt. Drop. Oh. Ja, eins muss man dem Bike lassen. Zum Springen ist es einfach genial. Oh. Ein bisschen werde ich schon vermissen. Aber das Gute ist, wenn es an der Wand hängt, hätte ich theoretisch immer die Möglichkeit, das mal wieder zu nehmen und eine Runde zu fahren. Ja, mal gucken.
Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ich damit machen soll. Soll ich es vielleicht verlosen? Das wäre auch eine lustige Sache, glaube ich. Oh yeah. Und da ist er hier. Ja, es läuft. Hoppa! Oh je, das ist neu. Kennt ihr das, wenn man so wenig Luft drin hat, dass man im Absprung irgendwie brabt? Das hatte ich gerade. Oh je. Scheiße. Oh. Hey, da ist so. Sind die Bremsen, ist echt scheiße. So Leute, ich würde sagen, das war's. Das war die letzte Abfahrt mit diesem Fahrrad. Hat mir sehr Spaß gemacht. Eine schöne Zeit. Ja. Dann muss ich das Video leider beenden und wir sehen uns im nächsten Video, wo ich mein neues Bike vorstelle. Also, Leute, ich hoffe, wir sehen uns.